Hallo und herzlich willkommen beim Survival Magazin. Heute zeige ich euch mal, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, eine extrem stark blutende Wunde wieder zu verschließen. Und außerdem sage ich euch dann noch, welche Möglichkeit ich davon am besten finde. Viel Spaß damit. Okay, also die erste Möglichkeit, wie man eine Wunde wieder verschließt in der Wildnis, ist ganz klar, kennt jeder klassisch das Pflaster. Nachteil dabei ist natürlich, dass man, wenn man jetzt einen extrem tiefen Schnitt hat, dass da die Blutung nicht gestillt werden kann. Da bräuchte man dann schon einen Verband. Aber auch Verbände sind nicht für extreme Blutung gedacht. Zweite Möglichkeit, manche sagen so, man muss einfach blutverdickende Medikamente nehmen. Aber ganz ehrlich, das ist schon mal Schwachsinn, weil das muss man ja vorher machen. So, dann gibt es wieder hier die Verfechter von so Naturheilkräutern. Da muss ich gar nicht drüber reden, weil das ist einfach nur dumm, wenn man jetzt eine richtig tiefe Schnittverletzung hat, da Kräuter drauf zu tun. Da muss ich gar nicht drüber reden. So, dann gibt es wiederum ein paar Veteranen, die einfach die Wunde ausbrennen. Die tun dann da Schwarzpulver rein, kein Witz, tun dann da Schwarzpulver rein in den Schnitt und zünden das an, sodass die Haut wieder zusammenschmilzt. Das ist auch richtig heftig. Das bringt natürlich was, aber kann ich nicht empfehlen. Ich habe das schon selbst einmal gemacht im Amazonasgebiet. Da wurden wir von Brüllaffen gebissen und da musste ich mir Schwarzpulver in die Wunde tun, um das wieder zu verschließen. Aber das kann ich echt keinem empfehlen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, eine Extremität abzubinden, zum Beispiel mit ganz vielen Gummis oder mit einer Schiene. Dann kann kein Blut mehr da reingepumpt werden. Allerdings ist das auch gefährlich, weil die auch dann absterben kann, die Extremität. Also die Möglichkeiten sind, ja, die funktionieren mehr oder weniger, aber halte ich alle nicht für geeignet. Ich würde euch empfehlen, einfach den klassischen Uhu zu nehmen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam, aber hier in der flinken Flasche durchaus anwendbar. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen extrem tiefen Schnitt habt, da gibt es hier diesen schwarzen Noppen. Damit geht ihr einfach richtig schön unter die Haut und verklebt quasi die Wunde von innen. Das ist viel gesünder, als wenn man jetzt das Körperteil abbindet und da kann viel weniger passieren. Oder wenn ihr, ich meine, das kennt eigentlich jeder, diese Schürfverletzung, ne? Wenn man so mit dem Rad hinfällt oder so. Dann macht man einfach hier so den bei der flinken Flasche und dann kann man auch große Flächen wieder verschließen mit dem Kleber. Ja, ich hoffe, dass ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem kleinen Geheimtipp hier. Und das nächste Mal, wenn ihr in der Wildnis seid, denkt dran, euch den Klassiker mitzunehmen, den Uhu. Weil ich meine, Gesundheit, safety first. Viel Spaß und schöne Ostern.